Smarana, ihr Lieben, ich bin gleich da. Ihr dürft euch schon mal dieses schöne Bild anschauen im Hintergrund der Orion, das Universum und die Erde. Herzlich willkommen zum zweiten Teil über die Geheimnisse der mystischen Stadt in Ägypten, welche jetzt ja auch erst entdeckt wurde und ausgegraben wurde. Schön, dass du da bist und schön, dass ich dir heute auch den geheimen Code, den Lichtcode übergeben darf, mit welchem du ganz tief zu diesen Mysterien eintauchen kannst, dir ganz viel Wissen holen kannst und auch Kontakt zu den lichten Wesen im Universum bekommen kannst. Ich fange mal ganz am Anfang an. Und zwar fange ich mal in Ägypten an, in der Hochzeit von Ägypten, wo die Menschen alle sehr weise waren, wo sie sehr ausgebildet waren und eben diese Hochkultur war. Die Pyramiden von Gizeh, die kennt ihr sicher, das ist ja ein allgemeiner Begriff. Und darum geht es heute zum Teil, zum anderen Teil natürlich auch um den geheimen Code, den ihr nachher erfahren werdet. Die Pyramiden von Gizeh, das sind drei Stück. Und diese drei Pyramiden sind eng mit dem Sternbild von Orion verbunden. Ich zeige euch gerade mal das Orion-Bild. Guckt, da seht ihr es. Und zwar seht ihr da auch so drei kleine Pünktchen, das ist der Orion-Gürtel. Daran erkennt man also dieses Sternenbild. Und dieses Sternbild ist also mit den drei Pyramiden von Gizeh sehr eng verbunden. Ich mache es mal wieder weg. Und früher ging man also, die hohen Priester, die Magier, die hohen Gelehrten, die gingen immer in die Pyramiden, um sich das Wissen aus dem Universum abzuholen, beziehungsweise um Schulungen zu erhalten. Also die wurden in den Pyramiden geschult und hatten dadurch enormes Wissen, was so die normalen anderen Menschen überhaupt nicht hatten. Jetzt ist natürlich leider die Kraft der Pyramiden nicht mehr so hoch wie damals. Die haben sehr viel an Kraft verloren, weil also sie ja auch nicht mehr benutzt worden und teilweise baufällig geworden sind, ihr wisst es ja. Und um diese Kraft wieder zu mobilisieren, brauchen wir einfach einen bestimmten Code, ein Zeichen, mit dem wir uns verbinden können und dann ist diese Kraft wieder da, dann steht uns dieses Wissen wieder zur Verfügung. So, jetzt komme ich mal zu der Stadt. Zu der schönen goldenen Stadt, die ja jetzt ausgegraben wurde und die ja auch in der Fülle des damaligen Lebens erstrahlt. Man hat es ja erkannt durch die wertvollen Bauten, durch die verschiedenen Geschäfte, alles was da war und den vielen Schmuck, den man gefunden hat. Also war eine sehr reiche Stadt. Und wie gesagt, unter dieser Stadt ist ja dieses transzentrale Energiezentrum, in welchem die guten Außerirdischen für uns wirken. Was hat aber jetzt das alles mit dem Orion zu tun? Vielleicht könnt es euch ja schon ein bisschen denken. Ich gehe noch mal kurz zu den Pyramiden. Die Pyramiden bestehen ja oben aus Steinmauern. Das ist die materielle Form und die gleiche Form haben sie unter der Erde als Energie. Also heißt es, eine Pyramide hat den oberen Teil und den unteren Teil. Und diese Stadt, diese goldene Stadt, bei der ist es genauso. Die hat also oben die Häuser, das Materielle, und unten das Energetische, dieses Zentrum. Und durch diese Stadt, und in dieser Stadt gibt es drei Hauptpunkte, drei Hauptenergiepunkte, welche mit dem Sternbild von Orion verbunden sind. Und jetzt versteht ihr vielleicht eher, um was es geht. Denn damals in dieser Stadt waren auch sehr viele hohe Gelehrte, welche über Orion in das Universum eingetaucht sind und dort geschult worden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir heute uns auch ein bisschen mit Orion beschäftigen, denn ich möchte so gerne diese gleiche Verbindung wiederherstellen oder so ähnlich natürlich oder so viel wie möglich, wie es nur geht, wie es damals war, um
Über das Sternentor Orion, weil Orion ist ein Sternentor, das führt uns hinein in die Weite des Universums zu den hohen lichten Wesen, welche eigentlich auf uns warten. Sie haben sehr wichtige Botschaften und sehr viel Wissen auch für uns und können uns wunderbar unterstützen, in dieser Zeit einfach leichter durch den Aufstieg zu gehen, leichter in die Dimensionen aufzusteigen, mit unserem Bewusstsein und dadurch die Erde anzuheben in ihrer kompletten Energie. Und ich zeige euch mal jetzt das Sternenbild vom Orion. Das habe ich nämlich hier vorbereitet. Schaut mal, da sieht man den Oriongürtel. Das sind also die drei Pünktchen, die so nebeneinander so angereiht sind. Und um diese drei Punkte geht es. Die sind dann auch mit den drei Hauptstellen, mit diesen drei Energiezentren in dieser Stadt eng verbunden. Und auch noch gleichzeitig strahlen ja diese Energiezentren nach unten ihre Energie aus und sind dadurch mit dem transzendentalen Energiezentrum der Außerirdischen verbunden. Also ein unheimlich großes Konstrukt hat sich da jetzt gebildet oder beziehungsweise wird uns jetzt gezeigt. Das war ja schon immer da. Es ist ja nicht so, dass das jetzt erst entstanden ist, sondern es wurde entdeckt und war schon immer da. Und ich durfte ja mit Gesprächen dieses Wissen erhalten, damit ich das euch heute überhaupt auch alles weitergeben darf und kann. Also die Verbindung zum Oriongürtel und die Verbindung zu dieser goldenen mystischen Stadt und die Verbindung zu der Energie unter der Erde, die geschieht durch Orion, durch die Kräfte von Orion, durch dem Sternentor. Ich mache mal das Bild wieder weg. Also, das heißt jetzt für uns, wenn wir es schaffen, mit dem Orion, mit diesem Sternentor zu verbinden, dann werden wir auch diesen Zugang wieder bekommen zu diesen wundervollen Durchsagen, zu diesem großen Wissen aus dem Universum. Und dafür, dass das geht, brauchen wir einen Code. Und dieser geheime Code, den bis jetzt eigentlich kaum jemand bewusst kennt, den werde ich euch heute sagen, denn ohne ihn geht es irgendwie nicht. Und mit diesem Code habt ihr die Möglichkeit, selbst allein in euren Meditationen oder in euren Channelings, je nachdem, was ihr machen möchtet, dieses Tor zu dem ganz großen Wissen zu öffnen, dieses Sternentor zu öffnen und dann zu empfangen, Wissen zu empfangen. So wie es früher den Menschen möglich war, so wie die Menschen früher geschult worden. Und das ist ein riesengroßes Geschenk für mich, dass ich das jetzt euch auch überbringen darf. Wir werden nachher auch noch mit diesem Code eine Meditation machen. Ich werde euch führen im Schutz der Außerirdischen, im Schutz der Liebe und des Lichtes, dass wir genau dort an die Stelle, an die Punkte kommen, wo jetzt dieses Wissen für uns möglich ist zu erreichen. Und die lichten Wesen in der goldenen Stadt haben sich bereit erklärt, die Abgeordneten uns zu führen und uns zu leiten. Denn es liegt natürlich diesen Wesen sehr viel daran, dass die Erde aufsteigen kann und dass wir, die wir ja hier auf der Erde leben, das größtmögliche Wissen, das größte Licht und ja, den besten Zugang zu den Dimensionen haben, weil wir einfach da sind und hier leben. Und ganz allein würden wir es nicht schaffen. Und deswegen bin ich ja auch so dankbar, dass wir diese wundervolle, große Unterstützung bekommen. Denn es ist ja schon eine große Aufgabe, Mutter Erde zu begleiten. Und ihr seht und ihr wisst es selbst, wie schwierig die Zeit ist. Und da in dieser Zeit dann noch den roten Faden zu behalten, sich nicht ablenken zu lassen von dem Ziel, ist gar nicht so einfach. Und diese Unterstützung werden wir heute bekommen. Und diesen Code, den ich dir jetzt gleich zeigen werde, den kannst du in deinen Meditationen nutzen. In diesem Code ist alles drin, was du brauchst. Da ist die Energie von diesem
transzentralen Energiezentrum unter dieser Stadt. Da ist die Energie von den drei Hauptenergiepunkten innerhalb der Stadt und die Energie von Orion. Das ist da alles drin und es reicht eigentlich, dass du mit diesem Code dich verbindest, meditierst und dann bekommst du einen Zugang. Und jetzt höre ich schon die Fragen, die dann kommen werden von euch. Manche werden sagen, ich habe gar nichts gesehen. Manche werden sagen, ich habe gar nichts gehört. Manche werden aber sagen, oh wow, das war ja phänomenal. Und zu denen, die vielleicht, das sind nicht viele, das sind ganz wenige, die jetzt sagen, die feststellen werden, ich habe noch gar nichts gefühlt oder nichts gemerkt, nichts gesehen. Zu denen möchte ich sagen, lasst die Kontrolle los. Lasst euch einfach mal tragen und von den Energien dieses Codes in eurer Seele berühren und seid bereit, das Unerwartete zu erleben. Seid neugierig wie ein Kind, spielerisch. Nehmt es nicht zu ernst, nehmt es nicht als Druck. Ich muss, ich muss, ich muss, weil dann ist das Ego da und der Verstand und dann passiert einfach nichts. Und ich weiß, es gibt immer wieder Menschen, die sind halt in ihrer Entwicklung gerade auf dieser Stufe, wo sie lernen sollen, die Kontrolle loszulassen und sich einfach auf das Gefühl mal zu verlassen, einfach darauf zu verlassen, dass das, was kommt, schon richtig sein wird. Das ist jetzt was Allgemeines, was ich eigentlich in jedem Video sagen könnte, als Unterstützung und als Verständnis für diejenigen, die eben gerade in diesem Lernschritt sind. Und es ist wirklich alles möglich. Seid bereit zu empfangen. Das sind Geschenke, die für uns da sind und die geistigen Wesen im Universum sind bereit. Sie sind da für uns. Und das Wissen ist ja nicht limitiert, es ist für alle da und es ist so unendlich groß, dass jeder dann auch genau das bekommen wird, was für ihn jetzt wichtig ist. Das heißt, wenn du zu einem späteren Zeitpunkt nochmal damit arbeitest, dann wirst du wieder was Neues bekommen, was anderes. Und so ist es also ständig auch in Bewegung, im Fluss der Zeit und du dann auch, dadurch, dass du immer genau das Passende bekommst, was jetzt für dich stimmig ist, was dich weiterbringt. Ich muss erst mal was trinken. Ich bin total aufgeregt. Auch wenn man es vielleicht mir jetzt nicht anmerkt. Aber es ist ja auch eine Premiere in dem Sinne, dass ich das öffentlich mache. Und mit euch heute zusammen ja einsteige in diese wundervolle Energie und in der Unterstützung unserer lieben Außerirdischen, die jetzt in der Stadt unter der Erde schon auf uns warten, um diesen Code für euch einzuweihen, um diesen auszudehnen und zu aktivieren eigentlich, zu aktivieren, sodass er ab jetzt dann für dich nutzbar sein wird. So, dann fangen wir auch gleich an. Ich werde mich mal noch ein bisschen einsprühen. Einfach als Vorbereitung und ich schicke euch auch die Energie rüber. Das war jetzt erst die Reinigung, dann die violette Flamme, dass alles frei ist, dass ich, also mein Kanal auch frei ist. Und dann die 999. Mein Ursprungslicht und die Kundalini. Eieieiei. So, uiuiui. Jetzt habe ich aber ganz viele Energien hier bei mir. Ich schicke mal noch zu euch ein bisschen, sodass sich die Energie ausbreitet. Und ich wünsche euch, den Code wollte ich euch ja noch zeigen. Unbedingt, ja, der kommt jetzt, damit ihr den schon mal seht. Hier ist er. Und zwar sind es eigentlich diese drei Sterne des Orion-Gürtels, die drei Pyramiden und die drei Kraftpunkte dieser Stadt. Alles ist in diesem
in diesem Code vorhanden, mit dem wir jetzt arbeiten werden. Du kannst dir dieses Zeichen auch einfach aufmalen, diese drei Kreise und diese ovale, dieses ovale, wie heißt denn das, außen herum. Und dann könntest du es auch ausmalen. Ja, also das ist der geheime Code, den eigentlich tatsächlich niemand kennt und der heute für uns eingeweiht wird, aktiviert wird, ausgedehnt wird. Und du bist dabei bei den Ersten. Du bist ein Pionier, der jetzt das möglich macht, dass das große Wissen zu uns kommt. Super, super gut. Und ja, jetzt fangen wir an. Ich rufe die Liebe, ich rufe das Licht und ich rufe den Schutz für uns alle. Den Schutz für meinen Kanal, sodass nur die reinsten, göttlichsten Botschaften zu dir heute gebracht werden. Und ich wünsche mir, dass diese Botschaft zu allen Menschen gelangt, welche maßgeblich am Aufstieg der Erde beteiligt sind. Und ich begrüße dich, liebes Menschenkind, lieber Mensch. Schön, dass du heute hier bist. Einströmt die hohe Energie der Liebe, einströmt das Licht. Einströmen Vertrauen und Achtsamkeit. Der Schutz der geistigen Welt ist mit dir. Ich rufe die kleine Gruppe der Abgeordneten der Galaktischen Föderation, welche unter der goldenen Stadt in Ägypten sich jetzt in diesem Moment befinden. Und ich bitte darum, mit ihrer Energie uns zu unterstützen. Und im gleichen Moment beginnt sich eine große Energiewolke zu bilden. Es ist die Energiewolke der Aktivierung des Lichtes. Lieber Mensch, ich bitte dich, so wie es für dich richtig und gut ist, an diesem Ritual teilzunehmen. Und je nachdem, wie es sich für dich anfühlt, darfst du dich so tief, wie du es möchtest, in die Energien fallen lassen und dich von den Energien tragen lassen. Und nun übergebe ich das Wort an die Abgeordneten
Es spricht Aras zu euch. Ich wurde auserwählt, heute die Aktivierung des geheimen Lichtcodes zu übernehmen. Ich werde unterstützt von meinen Brüdern und Schwestern, denn alle haben sich heute für dich hier versammelt. Du hast den Lichtcode bereits gesehen und er hat sich in dem ersten Moment, wo du ihn erblicktest, als Bild für dein drittes Auge in deinem Energiespeicher für dich hinterlegt. Lasse nun dieses Bild vor deinem dritten Auge wieder entstehen, diese drei Kugeln in der blauen Energie des Orion. Wir werden nun diesen Lichtcode aktivieren. Und wenn es dir erlaubt ist, wenn es dir erlaubt ist von deiner Seele, von deinem Herzen, dann wirst du jetzt die Energien spüren. Und zwar legen wir dir diesen Lichtcode in deine Hände. Halte deine Hände mit den Handflächen nach oben und spüre, wie wir dir jetzt dein Geschenk übergeben. Wir rufen den himmlischen Chor, denn er wird jetzt für dich singen und die Energie steigt dadurch weiter an. Jeder Ton des himmlischen Chores dehnt die Energie und Kraft des Lichtcodes aus, welchen du in deinen Händen trägst. Die drei Kugeln beginnen zu schwingen und sich leicht vibrierend zu bewegen. Und nun stellen wir die Verbindung zu Orion her. So strömt von oben helles Licht in jede Kugel hinein. Und nun stellen wir die Verbindung zu den drei Kraftplätzen in der goldenen Stadt her. Auch diese Energie strömt in die Kugeln ein. Licht und Liebe dehnt sich aus. Und nun senden wir aus dem transzentralen Energiezentrum Licht und Liebe in diese drei Kugeln hinein und es bildet sich ein Energiekreislauf. Lasse du alles geschehen, was geschieht und sei gelassen und frei. Denn du hältst eine lebende Energie in deinen Händen. Und nun stellen wir die Verbindung durch das Sternentor von Orion her. In dem Moment bewegen sich deine drei Kugeln in Richtung
zum Sternentor und sie tragen dich und deine Seele hindurch durch dieses Sternentor. Es geschieht sanft und im Schutz der Liebe. Alles, was jetzt geschieht, ist für dich, lieber Mensch, persönlich dein eigenes Erlebnis. Und so nimm dir ein wenig Zeit und genieße alles, was dir jetzt in diesem Moment gezeigt wird. So viele Geschenke hast du erhalten, so viele Bilder durftest du empfangen und auch Gefühle und Wissen. Wir haben dir den Zugang geöffnet, den Zugang durch das Sternentor von Orion zu reisen und Schulungen zu erhalten. Möglicherweise hast du Situationen aus früheren Inkarnationen noch einmal erlebt oder möglicherweise hast du Engel, aufgestiegene Meister angetroffen und wir sagen dir, alles ist möglich. Lasse zu, dich in die Unbegrenztheit des Universums zu begeben und erkenne, dass alles möglich ist. Wenn du dieses Ritual alleine vollziehen möchtest, dann lasse in deinen Händen die drei Kugeln entstehen. Verbinde dich mit ihnen und spüre, wie sie vibrieren. Und dann lasse dich von ihnen zum Sternenbild von Orion tragen und durch das Sternentor hindurch wird dich deine Seele führen. Wir danken dir für deine Aufmerksamkeit und wir danken Nirjana
dass sie heute für uns da war. Wir stehen dir zur Verfügung, wann immer du möchtest. Ich bitte dich, lieber Mensch, bedanke dich nun auch voller Freude bei den lichten Wesen, bei den Abgeordneten, für alles, was geschehen durfte. Und ich schließe meinen Kanal und bin wieder ganz im Hier und Jetzt. Soweit es geht. Ja, ich bin noch nicht so richtig da. Aber ich kann euch schon sagen, welche Bilder ich erhalten habe, wie es für mich war. Ich habe Todd gesehen. Ich habe die alten Götter gesehen und ich habe auch noch weiter Inkarnationen von mir gesehen. Und durfte nochmal in das Buch des Lebens schauen. Es war hochinteressant. Je mehr Übung man hat, umso mehr und ja, einfacher wird es auch werden, mit diesem Lichtcode zu arbeiten. Ja. Ich muss es erst verdauen, was jetzt gerade geschah. Vielleicht geht es euch auch so. Auf jeden Fall werde ich diesen Lichtcode oft nutzen, um einfach ja, mich mit dem Universum zu verbinden und durch dieses tolle Sternentor zu reisen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und ich habe euch alle ganz, ganz lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss.